Hello all and welcome. The following talk focuses on the vulnerability of electronic devices to electromagnetic interference with regard to IT security. Du hörst gleich Electromagnetic Threats for Information Security, elektromagnetische Bedrohungen für die Informationssicherheit, wegen Chaos in digitalen und analoger Elektronik. Du hörst die Übersetzung von Pete Priority und Nabla. Research, having worked at the French National Cybersecurity Agency, Choquet has a PhD in electronics and has recently joined the TV Labs at Dark Matter LLC. Join me in welcoming them on stage. Good afternoon, everybody. Thank you zusammen. For joining us. Dank, so we are Choquet Casmi and José López Esteves here. We are very happy to be here today to talk about EM threats for information security and hope we may find ways to induce chaos in digital and analog electronic devices. Chaos in digital and analog electronic energy weapons. Durch die, so we are both electromagnetic security experts. We do also radio communication security analysis. Wir machen auch Radio Security und embedded system. Hardware und embedded Security Research. Auch da machen wir Sicherheitsforschung und natürlich auch Signalverarbeitung. A quick disclaimer, because I recently joined Dark Matter LLC in UAE. Ich bin so the research was done during my research activities at the French Network Information Security Agency. French Network and all the Agency content gemacht. That will be presented today der ganze was Inhalt, der heute vorgestellt wird, wurde während diesen Forschungsaktivitäten erstellt. And encouragement provided by Dark Matter. Ich bedanke mich bei Dark Matter, damit ich diesen Möglichen heute mit unsere Forschungsergebnisse vorzustellen. The agenda for today, die Agenda für heute, wir stellen euch vor in das die elektromagnetische Sicherheit und stellen euch dann vor, warum wir die Effekte untersuchen von elektromagnetischen Wellen. Dann wollen wir EM-Schwachstellen testen. Und wie wir diese Effekte in Informationssicherheitsfälle machen. Und am Ende fassen wir zusammen, was wir aus unserer Forschung gelernt haben. Fangen wir also mit EM-Sicherheit an. Man kennt vielleicht bestimmt die ganzen Hollywood-Filme, wo man diese EMP-Waffen benutzt, um elektronische Geräte auszuschalten, wie zum Beispiel jegliche. Diese EMP-Waffen. Selbst Batman hat so eine Bombe. Im Prinzip ist für die normalen Menschen ist das ist eine Fantasiewaffe, so eine EMP, elektromagnetische Pulswaffe. Many countries have developed capabilities in order to involve EMP weapons in order to induce perturbation into targeted devices. Also man versucht damit Störungen in Geräten oder halt natürlich sie auch zu zerstören. Diese Quellen haben denselben Effekt wie Wellen, die auch von Atombomben erzeugt werden. Und diese hohen Induktivitätsfelder induzieren eben Spannungen und Ströme in Geräten. Und all diese parasitischen Spannungen und Ströme induzieren eben Störungen auf den Kommunikationsgeräten und natürlich auch jeglichen digital Daten. Die Effekte sind unterschiedlich, von sehr Low-Level-Effekten, also grundlegende Störungen, und können sogar bis bleibende Schäden verursachen. What we are looking for basically is to be able to detect and analyze the effects induced
Wir analysieren eben diese Effekte von den Quellen durch diese parasitische Aussetzung, um eben auch wie man sich davor schützen kann. Ein wichtiger Punkt ist die Verknüpfung zwischen der Hardware und Hardwarefehler und die Softwarefehler zu verknüpfen, um besser verstehen zu können, wie elektronische Geräte auf diese parasitische Aussetzung reagieren und auch die Infrastrukturen, in der wir sie setzen. Davon wollen wir dann verstehen, ob es gewisse Kaskadeneffekte gibt. Also welcher Effekt können wir auf weiteren verbundenen Geräten auslösen? So, as we said, it's not fantasy weapons. Das sind keine Fantasiewaffen, wie wir gesagt haben. Ein paar Sachen sind aufgekommen in Europa. Und mein Kollege wird es. Es startet von ganz normalen Radiofrequenzwaffen, die von bösartigen Aktivitäten verursacht werden, At a game machine in Japan. Spielmaschinen zu gewinnen in Japan. Dann kann man EM-Störergeräte benutzen, um Sicherheitssysteme auszuhebeln in kritischer Infrastruktur, an speziellen Plätzen. Juweliere zum Beispiel, könnte man damit aussetzen. Und auch eine Bank in Großbritannien und den Niederlanden. Das ist interessant, weil ein paar Events wurden benutzt, um gezielt Geräte auszuschalten. In ähnlichen Art und Weise wollen wir verstehen, dass diese Geräte nicht voraussetzen, dass man großes Wissen über diese Geräte hat, dass man das nicht braucht. Das ist hier in der letzten Spalte dieser Tabelle. Also, wenn jemand interessant ist, ein paar dieser Quellen zu bauen, dann findet man die einfach auch im Internet. Es ist also nicht schwer, so eine Waffe zu bauen. The use of electromagnetic interference to disable or destroy Der Nutzen davon ist direkt verknüpft mit dem Thema von elektromagnetischer Kompatibilität, in der wir definieren ein paar generelle Standards, um eben Ausrüstung zu testen, dass diese nicht anfällig dafür sind, kein abnormales Verhalten zeigen in einer normalen Umgebung. Das ist das Thema von Immunitätstesten. In einer ähnlichen Weise möchten wir begrenzen in unserer Umgebung, um die, wie ihr euch vorstellen könnt, mit ist eben eine Welt von Vertrauen und Compliance. Und wir suchen eben das Beste, die beste Kompliz dieser Geräten sicherzustellen, um sie eben wo auch immer einsetzen zu können, wo man will. In ähnlicher Weise haben andere Leute daran geforscht und haben gesehen, dass es eine Korrelation gibt zwischen den Prozessdaten und der Elimination dieser Geräte. Das nennt sich Tempest, Sturm. Und es gibt ja auch einen Side-Channel-Bereich, in dem wir die Chip- oder Systemaktivitäten korrelieren mit den Daten, die von diesem Gerät verarbeitet werden. In einer ähnlichen Weise, ein paar Forscher arbeiten an Fault Injection auf Kernen und FPGAs. Und das benutzt die Nahfeldinteraktion zwischen Quelle und Ziel, um dann eben Schlüssel extrahieren zu können oder andere interessante Geheimnisse von dem Gerät zu exfiltrieren. Wir sehen also, dass wir darüber hinausgehen, über diese Standard, die wir in der elektromagnetischen Kompatibilität definiert haben. Wir möchten nicht mit diesen Standards benutzen, aber wir möchten nur kleine Korrelationen haben, dass die ausgenutzt werden können, um die Sicherheit dieser Geräte zu kompromittieren. Also eine Art der Täuschung.
So as a risk for information security, als Risiko für Informationssicherheit ist es grundlegenderweise ein Phänomen, that originated from the das EMC. So von der EMC kommt, also ein physikalisches Phänomen. Targeting information auf ähnliche Weise Informationsgeräte anzugreifen, ist sehr nützlich, wenn man die Sicherheitsaspekte dieser Geräte anschaut. The threats are as defined in the previous slide. So we have the wie im vorigen Slide erzählt wurde, haben wir die threats for the confidentiality. Haben wir die Bedrohungen, die eben für die Konfidenzialität, um die Daten eben von den elektronischen Geräten rauszubekommen und in ähnlicher Weise die Verfügbarkeit der Geräte ist direkt verknüpft mit der Immunität dieser Geräte zu parasitären Feldern. Unsere Herausforderung hier ist, sind diese beiden. Die erste, wie können wir die Schwachstellen eines Gerätes zu dieser parasitären Aussetzung untersuchen? Und wenn wir Risikomanagement machen möchten, dann möchten wir bewerten, diese EMP-Attacken auf jegliches Gerät bewerten. Also das Schwachstellenuntersuchung der Elektronikgeräte, schauen wir uns die Komplexität an, wie wir diese Geräte testen möchten. Wir haben komplexe Systeme mit sehr vielen verschiedenen Materialien und Kommunikationslinks. Wir haben aber auch Kabel- oder kabellose Verbindungen zwischen den Geräten. Und wir haben sehr viele unbestimmte Kommunikation zwischen den Geräten. Wir haben keine spezifischen Protokolle. Und zu der Zeit, wenn wir die Wellen da initiieren, müssen wir das reproduzieren können, dieses Test-Setup. Wir haben ein Problem mit Scales. Ein Problem mit der Skalierung, weil wir Sicherheit eines Chips analysieren möchten, aber auch die Sicherheit von einem ganzen Gebäude. Und das macht sehr viele Zufallsparameter, die da auftauchen können, um die verschiedenen Angriffsszenarien zu analysieren mit verschiedenen Payloads. Das Problem der Modellierung, weil wir keine komplette Infrastruktur modellieren können. Ein riesiges Gebäude mit ganz kleinen Geräten ist es sehr schwer zu modellieren. Und es benötigt natürlich auch sehr viel wissenschaftliche Felder, die man hier anwenden muss, um das zu modellieren können und analysieren können, diese Kopplung der Wellen in die Gebäude. Also, wie wir jetzt gerade gesagt haben, es gibt sehr viele Zufallsparameter und wenn wir verstehen möchten und vorhersagen möchten, jegliche Schwachstellen dieser Geräte, müssen wir sehr, sehr gründliche Tests machen. Aber das Problem ist, dass man sehr viele Zufallkonfigurationen hat, sodass man für spezifische Parameter jegliche Konfiguration reproduzieren können, auf der wir arbeiten wollen. Und es gibt eben Probleme mit der Reproduzibilität unserer Ergebnisse. Von einer speziellen Settings von Konfiguration möchten wir das Verhalten des Gerätes für das ganze Set von möglichen Konfigurationen vorhersagen können. Auf ähnliche Weise, wenn wir die Effekte auf komplexe Systeme analysieren können, dann ist der Effekt das natürlich auch sehr komplex auf das Gerät. So as information security researchers, als Informationssicherheitsforscher möchten wir die Möglichkeit haben, eben bewerten, also die EM-Angriffe bewerten zu können. Die EM-Instrumentation benötigt charakterisiert werden durch diese drei Parameter. Charakterisieren also die Verfügbarkeit, dass die Kosten und ist es möglich, es übers Internet zu finden oder muss man sich spezifische Tutorials anschauen, um es zu entwickeln? Die Dimension der Quelle, passt sie in meinen Rucksack oder in ein Auto? Das definiert die Mobilität und die
die Fähigkeit, also haben wir die Möglichkeit, da die Frequenzen einzustellen oder kann ich die Amplitude einstellen der Quelle? Diese Parameter sind sehr wichtig, um verstehen zu können, wie man diese Waffen einsetzen kann, um spezifische Geräte auszuschalten. Und dafür braucht man sehr viel technisches Wissen. Vielleicht auch nicht. Nachdem wir im Internet geschaut haben, haben wir gesehen, es gibt sehr viele Ressourcen dafür. Der effektive Bereich, muss man nah sein oder kann man noch eine Entfernung zum Ziel haben? Braucht man Informationen über die Geräte? Muss man es vorher testen, bevor man es in der echten Welt ausprobiert? Kann ich es industrialisieren? Das heißt, sobald ich es designt habe, kann ich es dann verkaufen? And is it target specific? Und ist es spezifisch für ein Ziel? Also muss ich für jedes Ziel eine Quelle bauen? So. For looking at this problem, there are two ways. So, um dieses Problem heranzugehen, gibt es zwei Möglichkeiten. Das erste ist, von der Quelle auszugehen. Also wir haben unsere Quelle. Man kann sie an eine Antenne anschließen oder an eine. Man hat dann die Welle in den freien Raum. Oder injiziere ich die Wellen in Kabel. Dann habe ich die Konnektivität. Dann haben wir die Verknüpfung zwischen den beiden. Wir haben die Kopplung zum Ziel. So am I targeting a wireless interface of my target? Bin ich kabellos oder ist es oder koppel mich an eine Hintertür some conductive part in the system? And I have my effect, und ich habe meine Effekte, also das ist der letzte Teil von der Propagierung. Wenn ich von der Quelle anfange, dann möchte ich spezifische Szenarien für ein spezifisches Ziel. Aber wenn ich vom Ziel aus starte und Effekte in einer allgemeinen Umgebung untersuche, dann kann ich vielleicht alle Parameter, die vielleicht auftauchen können, wenn ich eine kritische Infrastruktur eben härten will. Wir haben uns für die zweite Art und Weise entschieden, um dieses Problem zu untersuchen. Und wir haben die Effekte untersucht von parasitären Effekten auf elektronische Geräte. Now I am going to so, vielen Dank. Ich werde jetzt über unsere Strategie vorstellen, von der Analyse der Effekte auf spezifische Ziele. Wir werden sehen, dass es kein triviales Problem ist, und ich werde vorstellen, unsere Entscheidungen und die wir getroffen haben, um dieses Problem anzusprechen. Hier haben wir jetzt, hier versuchen wir, die Effekte zu beobachten, die von dem Vorhandensein von solchen Signalen in der Nähe des Ziels. Und dafür ist das Spiel immer dasselbe, das ist also immer unser parasitäres Feld. Und wir möchten jetzt die Wechsel auf dem Ziel untersuchen, die auf diese Stimulantien reagieren. Und wir möchten diese Stimuli und die Effekte simulieren, korrelieren. Und wegen der Komplexität dieses Problems gibt es sehr viele unterschiedliche Arten von Stimulantien, die wir an das Ziel senden können. Wir können auch es benutzen, um zusätzliche Stimulantien verwenden. Und das zweite Problem ist, wir herausfinden müssen, wo wir hinschauen müssen, um entscheiden zu können, ob das jetzt eine Auswirkung auf das Gerät hatte oder nicht. Also in der Tat, eines der größten Herausforderungen in diesem Spiel ist, die richtigen Klassen zu definieren, um die Effekte sehen zu können. So that's what we das ist, was wir vorgeschlagen und das, was wir gemacht haben, ist, wir haben vorgeschlagen, dass man, also normalerweise möchte man die kritischen Funktionen des Systems definieren, die man untersuchen, also sozusagen die Gesundheitsparameter deines Systems.
Und dann muss man herausfinden, wie man diese überwacht und halt gewisse Metriken definieren, um das vergleichen zu können oder klassifizieren zu können, die unterschiedlichen Auswirkungen, die man beobachtet hat auf diesen Observablen. Manchmal ist es einfach, wenn man zum Beispiel an einen Roboterarm denkt, okay, es funktioniert noch oder es funktioniert nicht. Wenn es nicht funktioniert, dann, ja, dann okay, jetzt hat man eine Auswirkung. Aber man kann auch, es ist manchmal ein bisschen schwieriger, es gibt auch feinere Granulierungen dieser Metriken, also so zum Beispiel der Roboterarm, kann man sich vorstellen, den Positionsfehler des Armes untersuchen. Und man muss halt natürlich eine Möglichkeit finden, das zu messen und zu überwachen während den Tests, um herauszufinden, ob es eben wieder eine Auswirkung gab oder nicht. Und ob der Effekt natürlich auch wirklich von den Ursachen von deinem Angriff kommt oder eben von was anderem, um es eben untersuchen zu können. Und dann eben die Schwachstellenanfälligkeit eines Systems zu untersuchen. Wir haben also eine generische Herangehensweise genommen, also anstelle jetzt unsere Herangehensweise auf einen spezifischen Kontext anzupassen, haben wir uns überlegt, dass wir eine generische Herangehensweise nehmen, die systemzentrisch ist, also wir haben uns überlegt, dass wir die Effekte analysieren, während das Betriebssystem es sehen kann. And it's interface based, so das ist basiert auf einem Interface. Es gibt verschiedene Kopplungsarten auf den Geräten. Und wir haben die enumeriert, die Schnittstellen für die physischen Kopplungen, die auf dem Gerät verfügbar sind. Und wir haben einen Weg gefunden, Zugriff zu bekommen, auf diese Informationen zu bekommen, die von diesen Schnittstellen kommen, auf dem Level des Betriebssystems. Im Ende haben wir jetzt eine Software, die auf dem Betriebssystem läuft und die verschiedenen Schnittstellen überwacht und dann eben auf Auswirkungen von dem Angriff überwacht und darauf ausschaut. Was daran interessant ist, dass wir nicht wirklich verstehen müssen, wie die physikalischen Effekte propagieren. Wir untersuchen also quasi nur auf der Software-Ebene die Effekte während der Tests. And as for the vast variety of different und für diese breite Varianz von Stimuli, der ein Angreifer benutzen könnte, haben wir das unterste Attacker-Profil benutzt, also eine sehr billige Quelle und sehr geringe Bandbreite. Also wir benutzen einfach ein software-definiertes Radio mit verschiedenen Verstärkern und die physikalischen elektromagnetischen Wellen, die wir ans Ziel senden, sind Radiofrequenzpulse. Ein sehr niedriges Angreiferprofil. Und es gibt hier zwei Setups, die typisch sind. Hier im linken haben wir unsere gestrahlt. Aus einem Faraday-Käfig haben wir unser Ziel, wo unsere Software draufläuft. Und wir haben eine Antenne in unserem Käfig, die dann eben die Signale aussendet. Und außerhalb des Käfigs haben wir eben einen Überwachungscomputer, der die Informationen sammelt. Und unsere Radioquelleninstrumente. Auf der rechten Seite ist ein äquivalentes Setup für direkte Propagation, also ohne Wellen, sondern direkt an das Gerät angeschlossen. Sobald wir jetzt das Testszenario definiert haben, haben wir ein paar Geräte in den Faraday-Käfig gesetzt und jetzt wollen wir euch ein paar Effekte vorstellen, die jetzt bei diesem Test aufgekommen sind, wir diese Korrelation gemacht haben. Und da haben wir einen Weg gefunden, elektromagnetische Wellen
als neue Technik gefunden, um quasi Daten in das System zu injizieren. Und das stellen wir euch jetzt vor. Am Anfang haben wir einen ganz normalen Computer verwendet und eben haben wir einfach gewisse Schnittstellen untersucht und Logfiles auf dem Rechner. Und wir haben unser parasitäres Signal an das Ziel gesendet. Wir haben jetzt ein paar Logs, können wir sehen. Ihr müsst jetzt nicht lesen, weil wir es euch vorstellen. Und wir haben sie hier jetzt zum Beispiel die zwei Schnittstellen, also PS2 und USB, Tastatur-Schnittstellen. Und wir hatten diese Wirkung. Wir konnten Daten korrupt machen und zufällige Keystrokes, also Tastenanschläge, zu senden. Beim USB konnten wir den Hub ausschalten, das Geräte trennen, die an ein Gerät verbunden waren, und auch Deskriptoren zu schädigen oder zu Korruption einzuführen. Wir haben also einen Datenlink angegriffen. Dann wollten wir skalierte Systeme, also industrielle Kontrollsysteme. Wir haben einen Servomotor in den Käfig gesetzt und wir haben untersucht, wie sich dieser Motor verhält, wenn es einen gewissen Pfad abläuft. Das normale Verhalten ist das Blaue, das wir hier sehen. Ich will es jetzt versuchen, euch hier zu zeigen. Okay. Here you see the blue. Hier sieht man die blaue Kurve, das ist das normale Verhalten. Und in grün und orange haben wir unsere Pulse gesendet. Und man sieht hier, dass es uns möglich war, die Position zu modifizieren, also die Position des Servomotors zu stören, als auch die Geschwindigkeit. Also es war uns die Möglichkeit, den Servomotor zufällig zu stören mit unseren Pulsen. Nicht gezielt, aber eben zufällig. Then we worked on some digital, haben wir ein paar digital Signalverarbeitungsalgorithmen angeschaut. Hier ist es zum Beispiel die Vorverzerrung Algorithmus, der auf einem FPGA läuft. Die Predistortion, das wird benutzt, in den nichtlinearen Bereich. Wir können das vorhersagen und die eigentliche Verzerrung, also 10 minus 1. Auf selbe Art und Weise, wenn man jetzt hier Radiopulse reinstreut während der Verzerrung, dann durch den Verstärker, dann sieht man hier das J für Jamming. Konnten wir das Verhalten des Algorithmus stören? Das ist diese Kurve hier in Schwarz. Sehen wir, dass gibt es eine Erhöhung, das der Quelle gibt. Das heißt also, dass wir das Signal stören, also alle Geräte stören können, die dieser Frequenz entsprechen, also diese Mobilstationen, die wir hier angreifen. Es war also möglich, die Pakete zu stören, die von der Mobilstation ausgesendet werden. Und dann sendet es Daten mit einer hohen Fehlerrate. Also die ganzen Geräte empfangen dann fehlerhafte Daten. Und wenn wir die Seitenflanken erhöhen, dann sind die anderen Zellen, die dann mit dieser Zelle verbunden sind, in einem Frequenzband neben dem Ziel, dann ist es uns möglich, die Kommunikation auf diesem Level zu stören. Das ist dieser Kaskadeneffekt, den wir filmen, also dieser Wasserfall, der Dominoeffekt, von dem wir geredet haben. Also die Berechnung dieser Vorverzerrung ist nicht durch nicht jede Sekunde gemacht, aber ist eher auf der Skala von einer Minute. Also nur durch eine bösartige Intervention kann man das Radio sich selbst stören lassen über mehrere Minuten, bis diese Vorverzerrung wieder
dieser Vorverzerrungsfaktor wieder berechnet wird. We also, instrumented wir haben auch ein paar Analog-Schnittstellen instrumentalisiert und hier stellen wir jetzt unsere Ergebnisse vor für thermische Transducer und akustische Leiter. Von der EMC-Gemeinschaft gibt es gewisse Untersuchungen für Anfälligkeit von diesen Stromkreisen und einige dieser Analog-Stromkreise haben eine gewisse Amplitudendemodulation von dem parasitären Signal und insbesondere für Operationsverstärker gibt es ein Offset, das an das Signal hinzugefügt wird, wenn ein parasitäres Feld vorhanden auf dem Ziel ist. Also wir sprechen auch über Analog-Schnittstellen, die auf ADCs enden. Also die ganze Arbeit, die auf die Schwachstellen von Analog- zu Digital-Konvertern, kann also auch in diesem Fall angewendet werden. So during our tests, während unseren Tests haben wir überwacht das Verhalten des Thermistors von dem CPU, von unserem Zielgerät, und uns ist aufgefallen, dass wenn unser parasitäres Feld an war, dann haben wir gesehen, dass die Temperatur, die angezeigt wurde, war fehlerhaft oder sprunghaft. Wie kann das also von einem Angreiver benutzt werden? Wir haben versucht, ein Szenario abzuleiten, das dieses Verhalten ausnutzt, und wir haben weitere Tests und haben also aufgefallen, dass die Temperatur, die von der Diode angezeigt wurde, war in gewissem Maßen homothetisch, also mehr oder weniger proportional zu der Feldstärke unseres parasitären Felds. Das heißt also, der Angreifer kann schließlich das Verhalten der Temperaturauslesung beeinflussen auf dem Zielgerät. Also stellen wir uns das Szenario vor, in dem ein Angreifer das jetzt ausnutzt, um Informationen auf einen bösartigen Prozess zu senden, der einfach die Temperatur kontrolliert auf dem Target. Und so ist es möglich, eben in gewissen Fällen, also ich meine, in Fällen, wo man zum Beispiel wo man eine Air Gap, also wo man halt gewisse Informationssysteme trennen möchte oder getrennt hat, dann kann das eben kann ausgenutzt werden, und es ist sehr ernsthaft. Und auch wenn ich wenn ein Angreifer die Temperatur kontrollieren kann, sie übertragen wird von der Diode an den CPU oder an den Gerät, das eben ausliest, kann man sich schnell vorstellen, dass man das Gerät sabotieren kann. Während unserer Tests haben wir auch überwacht das Audio-Frontend. Also wir haben einfach nur das Audio aufgenommen, das von der Soundkarte kommt. Und wir haben das mit einem Mikrofon gemacht, das an war. Mit einem Kabelmikrofon oder eben auch ohne Mikrofon. Wir haben immer, es ist immer aufgefallen, dass dass es immer Auswirkungen gab, also auf die Präsenz eines parasitären Fails gab. Wir haben uns versucht vorzustellen, auch wieder Szenarien, wo das jetzt eine Bedrohung ist. Und von dieser Beobachtung gab es verschiedene Arbeiten, die wir abgeleitet haben, und wir betrachten das Analogmikrofon als Benutzerschnittstelle, die eben Zugriff zu der Sprachsteuerung gibt, und wir hatten verschiedene Proofs of Concept, die das ausnutzen, also diese Art und Weise mit dem System zu interagieren, um eben arbitrary voice commands, beliebige Sprachbefehle ausführen zu können auf dem Zielgerät.
We did two proof of concepts. Wir haben zwei Proof of Concepts. Auf der rechten Seite sieht man den, die Strahlungsmethode. Also das Kopplungsschnittstelle ist das Kabel der Kopfhörer. Und wir haben auch weitere Tests und einen Test entworfen, den geleiteten Propagationsweg zu untersuchen, also eben nicht über Strahlung. Und auch da konnten wir, indem wir das parasitäre Signal ins Stromnetz eingefügt, während das Telefon sich auflädt. So, diese Forschung wurde in Hacking Paris veröffentlicht, aber wir haben immer noch zwei kurze Videos, um das vorzustellen, über diese zwei Tests vorzustellen. Jetzt muss ich erstmal meine Maus wiederfinden. So in, this video is the in diesem Video sehen wir jetzt das Strahlungstest-Setup. Wir sind jetzt in einem Faraday-Käfig. Unser Ziel ist das Smartphone hier. Und wir sehen das Kopfhörerkabel auf der linken Seite des Bildschirms und unsere Antenne auf der rechten Seite. Die sendet eben das parasitäre Signal aus. Uns fällt auf, dass es gibt gewisse Aktivitäten auf dem Audio-Frontend, also dieser rote Punkt auf der oberen rechten Seite. In diesem Beispiel senden wir lange Sprachbefehle, um eben eine Homepage aufzumachen. Und auf dieser Android-Version gab es kein wirkliches Feedback zum User. Das heißt, die Website hat sich einfach geöffnet, ohne weitere Interaktion mit dem Ziel. Das ist jetzt das mit Konduktivität, also kabelgebunden. Das ist unser Setup hier. Wir haben hier die Stromversorgung und mit dem Computer, der eingesteckt ist. Und hier haben wir ein Injizierungs Modul, das eben zu unserer Radiofrequenzquelle geht. Und unser Ziel ist hier auf dem Schreibtisch und es ist hier in den Stromstecker eingesteckt mit einem Aufladegerät. Und in diesem Fall haben wir einfach nur gesagt, es soll einfach nur eine Anwendung starten. So, if you need more information about the technical details on. So, wenn du jetzt noch mehr Informationen zu diesen technischen Details brauchst, dann können wir euch die Vorträge anschauen, die wir in Hack in Paris und es gibt auch mehrere Paper. Hier möchten wir uns nur vorstellen, eine kurze Risikoanalyse zu machen, von diesen Schwachstellen zu machen. Und natürlich. Alles, was man damit machen kann, mit diesem Gerät, der Schnittstelle, mit diesen Techniken machen kann. Was auch interessant ist, dass wir die Studie vollendet haben, indem wir sowohl Front- als auch Backdoor-Szenarien untersucht haben. Wir haben auch das gestrahlte und Konnektivitätstests gemacht haben. Und wir haben versucht abzuschätzen, also das Profil des Angreifers, die benötigte Energie und Ausrüstung, die man braucht, um diese Angriffe durchzuführen. Und natürlich sind diese sehr gezielte Angriffe, weil der Angreifer eben muss mindestens die Wellenform modifizieren können, um sich auf das Zielgerät anzupassen, also zum Beispiel das Telefon oder das Stromnetz spezifischen Sachen anzupassen. Okay, so zum Schluss einfach nur ein zusätzliche Details über die Injektion. Betreffend das zweite haben wir gesehen, es war ein USB-Kabel, das wir angegriffen haben. Wir haben das USB-Kabel an den Computer auch angeschlossen und haben gesehen, dass das Signal durch das Stromnetz
und auch durch die Erdung des Rechners gab es und durch das USB-Schild das Mikrofon Stromkreislauf erreicht hat. Das sind bekannte Probleme von dem EMC-Komitee, also der Crosstalk zwischen dem USB und dem Mikrofon-Kreislauf. Aber von der Informationssicherheitsstandpunkt haben wir keine Studie gefunden, die gezeigt hat, dass es möglich ist, definierte Signale über diese Sprachsteuerung zu initiieren. Dank all dieser Tests haben wir, war es uns möglich, das zu erkennen und zu untersuchen, durch diese speziellen Interferenzen zu untersuchen, also durch diese parasitäre Aussetzung, also wie kritisch diese ganzen Effekte sind, und es war uns möglich, abzusetzen den Einfluss auf die getesteten Geräte, und all diese Informationen tragen zur Informationssicherheitsaspekt bei. Und die helfen uns eben, und zusätzliche Schutzgeräte einzubauen, sodass dass man diese Angriffe eben nicht mehr durchführen kann. And more generally, oder im Allgemeinen haben wir beobachtet, dass die elektromagnetischen Angriffe sind eben realistische Bedrohungen, selbst wenn man mehr als der DOS, also Denial of Service Angriffe machen möchte, sind das eben gezielte Angriffe. Man muss eben sich anpassen auf das Setup. Man muss sich auf das Ziel anpassen und das Kontext um das Ziel herum, also die Infrastruktur. Wir möchten auch betonen, dass das Angriffsprofil für diese Arten von Angriffen wird immer niedriger, weil sich die Technik eben immer weiterentwickelt. Die Geräte, die man dazu braucht, um eben die Quellen sind immer günstiger und zugänglicher für fast jedem übers Internet. Und das ist, wir können dasselbe sagen über die Stromverstärker zum Beispiel. Und eine letzte Anmerkung noch, falls ihr mitmachen wollt oder euch beteiligen wollt an so einer Art und Forschung, ist uns aufgefallen, dass das EMC-Komitee, das Informationssicherheitskomitee und das spezifische physikalische Krypto- und Sidechannel-Komitees, dass sie auf ihrer eigenen Pfad gearbeitet haben, aber in der Wirklichkeit schauen wir uns dasselbe Problem an. Aber wir haben andere Ansichtspunkte und andere Ziele. Vielleicht ist es also an der Zeit, dass man sich zusammensetzt und die Ressourcen und das Wissen über diese Probleme austauscht. So, wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. As usual, you have all the references that wie gewöhnlich, das sind ganz unsere Quellenangaben. Ja, könnt ihr ja sehen. Und unsere E-Mail-Adressen, falls ihr irgendwelche Fragen habt oder eben über diese Topics, über diese Themen reden wollt, dann sind wir da, freuen wir uns darüber. We have quite some time for Q&A. Wir haben etwas Zeit für Fragen. Kommt also bitte zum Mikrofon. Und wir nehmen auch Fragen aus dem Internet. Ja, mein Signalengel, der eure Fragen entgegennimmt. Mikrofon 2, bitte. Thank you very much for the interesting topic. I saw your ich habe gesehen, equipment and you eure Ausrüstung gesehen. Charge or any cables? Why or warum? Maybe another question. Eine Frage. Habt ihr das mit Screening von Kabeln getestet und wie viel ist davon beeinflusst? The cable. Also das Kabel. In den Ergebnissen. On those, also
auf diesen Forschungsthemen haben wir, für unterschiedliche Kabel getestet, USB-Kabel und unterschiedliche Ladegeräte out of the box, und wir haben festgestellt, dass es uns möglich war, auf dem Audiofrequenzband war es uns möglich, unser Signal, die Frequenz war, Frequenzantwort war relativ flach, und das hat keine Auswirkungen auf das Ziel gemacht. Thank you. Microphone number one. Thank you for the talk. This was all very new to me, so das ist alles sehr neu für mich. Das macht mir sehr viel Angst, weil ich lerne gerade, wie ich kleine Flugzeuge fliege, und da gibt es sehr viel Kommunikation über Radiowellen. Und ich frage mich, wenn ihr über die Effektivreichweite, also was für eine Bedrohung, was für Reichweiten sprechen wir da? Also zum Beispiel 2000 Fuß und ein Ziel, das sich bewegt, ist das sehr schwierig. Also ich weiß, dass ich weiß nicht sehr viel, was ich gerade erzählt habe, es macht mir sehr viel Angst. Concerning the range, so also betreffend der Reichweite, wie wir vorgestellt haben, haben wir nicht auf der Quellenseite gearbeitet. Wir haben also wirklich nur das Zielgerät untersucht. Wenn man jetzt ein Gerät hat, das auf das man arbeiten will, dann tut man das einfach in einer Testumgebung. Man prüft, was für Auswirkungen man haben könnte, abhängig von den Charakteristiken der Quelle, die man eben definiert hat. Und dann die Reichweite zu definieren, ist einfach nur einfach theoretische Gleichungen, die man da anwenden kann, die eben angeben, wie viel Leistung man braucht, um das Signallevel zu erreichen, um das Ziel zu erreichen, also für kleine Drohnen oder jegliche Arten von Geräten haben wir keine spezifischen Tests durchgeführt, aber es ist eine offene Frage, wo wir uns freuen würden, daran zu arbeiten. Wenn ich noch was hinzufügen kann, in deinem Fall ist das wahrscheinlich, was wir natürlich abschätzen, den Propagationspfad, den wir beschrieben haben, in einem speziellen Kondition, die du eben beschrieben hast. Ja, danke. Thank you very much. Microphone 2, go ahead. Yes. Thanks for the talk. I have a very small question about the CPU thermistor. Kleine Frage über den CPU-Thermistor mit RF-Energie, die Temperatur zu erhöhen. War das ein separater Sensor, und wie lang war das Kabel? Habt ihr diese Parameter überprüft? Also es war ein altes Motherboard auf einem Computer. Der Thermistor war von einem anderen Chip abgefragt, und ich glaube, die Dimension dieser PCB-Leitung zwischen der Diode und dem Chip waren ungefähr 10 Zentimeter, vermute ich. Thank you very much. I think we have a question from online. You've showed us some examples. Ihr habt uns ein paar Beispiele gesehen von Data-Injektionen. Wie sieht es mit Passiven aus? Also Daten von einem Gerät zu extrahieren, also zum Beispiel Touch- oder Tastatureingaben. The talk was focused on. Also der Talk hat sich jetzt eben auf die Effekte von absichtlicher EM-Interferenz. Deshalb haben wir nicht über andere Sachen von Angriffen geredet, also Side-Channel, oder ich weiß es nicht, ob das die Frage beantwortet. Well, thank you for your response, and I think that's all. Ich glaube, das ist die letzte Frage. Ah, da ist noch eine von online. Also ich weiß, dass kein Thema von deiner Forschung ist, aber könntest du vielleicht ein paar Pointers geben für Tempest-Angriffe? Also es gab etwas über AES letztes, also ein anderer Vortrag. Tempest-Angriffe auf AES. Es war also ein Side-Channel-Angriff mit für mehreren Fuß Reichweite, glaube ich. Das kann eine gute Richtung sein, die ich euch geben kann. Markus Kuhn Research at Cambridge University. Markus Kuhn Research in Cambridge ist auch eine sehr gute Ressource, um dieses Thema, diese Thematik von Tempest zu verstehen. Thank you very much. And I think that's it. Let's hear a round of applause for our speakers. Thank you. Thank you.
Und damit verabschiedet sich aus der Übersetzer